Willi ist von uns gegangen. Tja, als ich nach der letzten Exkursion zurückkam, war er weg. Keine Ahnung, was passiert ist. Ich habe keine sterblichen Überreste gefunden, aber er ist weg. Wir werden ihn vermissen. Tschüss, Willi. Okay, also Forever Stranded. Und zwar die Folge vor den Ferien, mehr oder weniger. Wie schon in den anderen Folgen gesagt, während der Ferien gibt es weniger Folgen und ja, müsst ihr halt schauen, wenn was kommt. Ich werde nicht mein normales jeweils wöchentliche Release einhalten können, was ja sowieso ein bisschen schwierig ist mit Forever Stranded und Creativeverse und den anderen, weil die viel Zeit brauchen und Zeit knapp ist. Also, heute machen wir ein wenig Quests, Technological Revolution. Und zwar Basic AE, ME Chest und ME Storage Cell. Und wenn ihr danach schaut, die ME Chest braucht ein bisschen Eisen, haben wir. Flugskast haben wir auch. Glaskabel haben wir auch. Glas haben wir auch. Und ein ME Terminal. Und ein ME Terminal braucht Formation Cores, Annihilation Cores, einen Logic Prozessor und ein Limited Panel. Das Panel braucht ein Panel. Ein bisschen Quarzglas und so weiter. Das ist nicht das Problem. Aber die Formation Cores sitzt auch ein Logic Prozessor. Und der Annihilation Core ist auch mit einem Logic Prozessor. Und ein Logic Prozessor ist ein Printed Logic Circuit Board, Redstone, Printed Silicon. Und Printed Silicon kann man craften. Viel Spaß. Oder halt mit einem Scriber machen. Genauso wie die anderen. Der Engineering Prozessor braucht ein Engineering Circuit, ein Diamant im Endeffekt, im Inscriber, und der Logic Prozessor braucht Gold im Inscriber, und der Calculation braucht einen Pure Sirius Quartz im Inscriber. Inscriber einfach zu craften, Iron Ingot, Sticky Pistons und ein Flugskast. Und die Inscribers, Calculation Pieces, ja, die kann man nicht craften, aber die kann man finden in dem ME-Asteroiden. Normalerweise bei Applied Energy Sigware kommen die Asteroiden halt überall hin. Und hier bei Forever Stranded gibt es halt nur diesen einen, den wir halt uns mühsam erkämpft haben. Wo Willi noch bei uns war. Nun, gut, sei es drum. Ich habe was verarbeitet, ich habe ein bisschen umgebaut hier. Einfach aus dem Grunde, weil ich hatte schon mal angefangen, wollte hier die Inscriber aufbauen. Und habe dann festgestellt, nicht genug Platz. Also, gehen wir noch eine Etage tiefer. Und da ist jetzt genug Platz. Hier ist auch genug Platz für alles andere von Applied Energy Stick, was wir sonst noch alles brauchen. So, wir haben 5 Inscriber. Wir brauchen ja einmal Gold, einmal Diamant, einmal, wo ist er? Na, auf jeden Fall den Quarz, den hier, den Quarz. Und wir brauchen einmal Silikon. Das sind schon mal 4 verschiedene Ingredienten. Und wir brauchen auch noch den, der alles zusammenpappelt. Die Inscriber waren, packt man hier auf hin die Wand. Ja, da haben wir Strom ist recht nah. Wobei, ne, machen wir auf hin die Wand. Die Inscriber waren in der letzten Version 1.7 sided. Also von unten, wenn man mal reinguckt, von unten, von links, von oben, von rechts rausziehen. Deswegen ist der Aufbau ein bisschen
größer. Muss mal kurz schauen. Pack mal den 1 zur Seite. Haben genug Platz. Und dann muss ich dann nachher noch ein Lämmchen da irgendwo hinbauen. So, 3 Stück. Die 3, die stellen einmal Gold, also mit Hilfe von Gold, Quarz und Diamant die entsprechenden Prozessoren her. Dann brauchen wir noch einen Inscriber, der das dann alles zusammenwurschtelt. Das wäre dann der hier. Ja, der muss Redstone bekommen, Printed Silicon und Dings. Und dieses Printed Silicon, das ist einfach Silicon. Und im Endeffekt ist es eigentlich egal. Weil wir benutzen Ender Circuits. Okay, gucken wir mal. Wir brauchen 2 Kisten. Eine Eingabekiste, eine Ausgabekiste. Und ja, passt. Dann habe ich hier ME Conduits gemacht. Das ist die ME-Version von Ender.io. Bedeutet, wir können die schön hier zwischenpacken, weil die brauchen auch Strom. Die müssten aber durchleiten. Und da oben können wir flüssigen, ganz normal. Halt. Wir müssen da oben auch noch ein bisschen den hinlegen. Weil da ja Sachen durchgehen nachher. Da brauchen wir den. Wir brauchen ein paar Filter. Und wir brauchen ein bisschen Applied Energistic Strom. So, die müssten jetzt alle Strom bekommen. Die leiten normalerweise durch. Und jetzt fangen wir an zu verkabeln. Ups. Sieht wüst aus. Ist es auch. So, und da noch einen. Okay. So, fangen wir mal mit dem ersten. Mit dem ersten an. Und zwar hier unten möchte ich gerne den Silicon haben. Also den hier, der braucht Inscriber, Silicon Press und von der Seite Silikon. Und lass uns mal Silikon holen und mal die anderen Sachen. Also wir brauchen ruhig packen davon, da brauchen wir mehr von. Silikon ist da. Dann brauchen wir ein paar Diamanten und ein bisschen Gold und nachher noch den Quarz. Den müssen wir noch gucken. Eine zu früh. So, hier vorne fangen wir an mit überlegen. Hier kommt Silikon packen. So. Fangen wir hier mit Silikon an. Insert. Itemfilter. Silikon. Und hier machen wir Extract. Und zwar grau. Always active. Und zwar hier vorne rein. Die machen wir in Insert Extract. Werdet ihr gleich sehen, wieso.
Und Extract ist hellgrau. Power is active. Und hellgrau geht unten rein in den hier. Das ist der Inscriber, der uns alles zusammenbaut. Okay. Die gibt es auch noch. So, damit haben wir den ersten gemacht. Also hier geht's raus. Extract always active grün. Und wenn wir jetzt hier einen Silikon reinschmeißen, dann müsste der hier auftauchen. Tada. Passiert auch noch nichts, weil wir die verschiedenen Pressen brauchen. Nämlich den Silikon. Wenn wir den Silikon da reinpacken, dann geht er hier rum, presst den und wird rausgezogen und landet theoretisch hier drin und wird sofort rausgezogen und ist jetzt hier oben. Warum hier rein? Ganz einfach. Wir haben nachher vielleicht einen Logic-Prozessor, einen also einen goldenen, einen Diamanten und einen und ein Quarz und kraften die alle drei gleichzeitig und dann haben wir das Bottleneck mit dem Silikon und deswegen packe ich die einfach schon mal da rein, lass die arbeiten, nun braucht ein bisschen, ist aber okay, packt da hier rein und speichert die hier zwischen, ist vollkommen okay. Hier oben die Ergebnisse, die gehen auch always active aktuell erstmal auch in die graue Kiste rein. Also Zwischenspeicher und Ergebnissammler. Gut. Für die Prozessoren brauchen wir dann Redstone von der Seite. Das ist hier vorne der. Insert. Filter. Und Redstone. Puck. Können wir hier reinpacken. Wie ihr seht, die sind ein bisschen intelligent, aber ein bisschen. Deswegen müssen wir da mit Filtern arbeiten. So. Und der wartet jetzt im Endeffekt schon auf unseren goldenen, diamantenen oder Quarz. Gut, hier machen wir Gold raus. Gold ist Printed Logic und braucht die Inscriber Logic Press. Inscriber Logic Press. Insert. Einen Filter. Und einen Gold. Nehmen wir den mal raus. Der hat sich da wieder reingefuscht. Der ist immer so vorwitzig. Und klopp. Und er macht einen Gold. Und bleibt da hängen. So, warum? Weil ich habe noch nicht gesagt, wo er hingehen soll. Hier oben. Von oben kommen die ganzen CPUs rein und die Logics. Da machen wir auch Insert und da machen wir Brown. Jetzt müssen wir den mal hier einen davon klauen und nehmen wir mal die Gold hier weg, weil das ist vielleicht ein Problem. So, Insert den und wir sagen, er soll die da reinpacken. Nehmen den wieder raus, den Vorwitznasen, packen den da rein und er macht schon mal einen. So, ist eigentlich recht einfach, oder? Also hier extrahieren wir auf Braun. Hier oben kommt Braun rein. Was dann auch bedeutet ein bisschen, dass halt, wenn man mehrere gleichzeitig kraft, das so ein bisschen round robin ist, weil halt immer nur ein bestimmter da oben reingeht. Aber ist nicht das Problem. Hier vorne machen wir schön Silikon, den speichert er dazwischen und da haben wir schon den ersten Logic-Prozessor.
Und den muss ich jetzt momentan mit der Hand befüllen. Und weiter geht's. Hier vorne, Insert, Filter und hier kommen die rein. Den Rest nehmen wir raus und der braucht die Engineering Press. Das ist die, also was man hier reinpackt und hier unten Diamanten reinpackt. Einen diesmal nur. Macht dann Print Engineering Circuit. Extract on brown, always active. Und den packen wir dazu. So, und last but not least ist noch der und der braucht einen Pure Certus Quartz Crystal. Ein Pure Certus Quartz Crystal braucht man Certus Quartz Seeds, Certus Quartz Dust und Sand in Wasser und dann kriegen wir den oben in diesem Dingsy-Bumsy. Einen habe ich. Muss ich mal gucken, ich müsste mehr haben. Das muss ich mal ein paar andere mehr machen. Also Insert. Den da rein. Den da rein. Den vorwitzigen Typen rausholen. Calculation Press rein. Und dann müsste das dann eigentlich funktionieren können. Nö, er druckt ihn. Er ist fertig, den können wir rausholen. Hier sagen wir Extract on Brown. Always active. Hier sagen wir, den wollen wir haben. Und damit sind wir soweit fertig. Damit können wir jetzt hier unten die Sachen reinschmeißen. Silikon, Redstone, Gold, Diamant und Quarz. Und die Quarz muss ich jetzt mal gleich ein bisschen machen. Und hier unten kommen die Lava raus. So. So, damit haben wir jetzt alle durch, die wir irgendwo schon hatten. Und damit können wir jetzt fleißig machen lassen. Die arbeiten jetzt von alleine, machen ein bisschen was und wir brauchen jetzt noch ein bisschen Quartz. Pure Certus Quartz. Dafür brauchen wir halt diesen Certus Quartz Seed. Der Certus Quartz Seed ist der hier. Certus Quartz und Sand zusammen in Kraften. Da kriegt man den Certus Quartz Seed und den kann man dann ins Wasser schmeißen. Einen haben wir hier, der kommt noch aus dem Dings. Wir machen mal schnell ein paar. Weil, 64 davon. 64 davon. Ist 128 davon. Strom an. Einmal. Zweimal. Alles wieder zurück. Bringen auf mein Precision weg to hand. Ein Austausch gegen den hier. So. Also nochmal. Einmal. Zweimal. Und das bisschen. Und der ist dann gleich fertig. Okay, während der von den Chinesen arbeitet, eine ME-Chest. Eine MJ-Chest, wie gesagt, braucht nicht viel. Also das ME-Terminal braucht einen Logic-Prozessor, den haben wir. Ein Formation-Core, Logic, Flux-Dust und Certus-Quartz.
Ah, kriegen wir zwei und die können wir uns mal holen. Also, ich bin der Meinung, drei Logic-Prozessoren. Guck mal. Aus irgendeinem Grunde haben wir die. Haben wir hier nicht? Hier haben wir zum Beispiel schon mal Panels. Die sind zwar dark, aber interessiert sowieso keinen Menschen. So, wir brauchen. Für die Cores Nether Quartz und Fluix Dust. Quartz ist nicht das Problem. Fluix Dust. Fluix Dust bekommt ihr Grindstone, Macerator oder so. Flux Crystal Macerator ist eins, Segmal ist auch eins. Ist das hier die Hose? Da muss ich auch mal ein paar mehr machen. Ich hab den Table oder Stick. Alation Core. Formation Core. Zusammen mit einem Panel. Haben wir ein Terminal. So, zwei Iron Ingots, ein bisschen Glas und Kabel. Kabel habe ich. Ein bisschen Glas und Kabel. Kabel habe ich auch. Glas haben wir auch irgendwo. Ein bisschen Ingots. Das war ein Pure. Muss ich noch machen? Den muss ich noch machen. Wir haben Pure Flux Crystal. Flux Dust Seed und der Flux Dust Seed ist Flux Dust mit Sand. Flux Seed. So, die waren schon fertig. Ich muss noch mehr von den Dingern machen. Dafür muss man Fluxkristalle machen. Fluxkristalle bekommt man, wenn man Schadstone Quartz, Nether Quartz und einen Redstone in Wasser reinschmeißt. 64 Nether Quartz davon. Und Schadstone die da. Und Wasser. Wasser. Das können wir auch unten nehmen. Hier ist ja Wasser. Also, den und den. Und die springen dann automatisch zurück. Und dann haben wir mal 64 dabei. So, komm schon. Nee, der ist nicht fähig. Also die solltet ihr auf jeden Fall, wie gesagt, euch besorgen. Diese Crystal Growth Accelerators. Fünf Stück sind hier in Arbeit. Einer unten drunter. Und vier hier drum, weil ansonsten wartet ihr Jahre, bis das Ding fertig ist. Echt jetzt. Machen wir gleich. Komm schon. Jetzt ist er richtig. So, und dann sollte das doch möglich sein. Eine MA-Chest. Und?
Hat er completed eine MK Storage Cell? Die sind dafür da, um nachher die Informationen zu speichern. Es gibt so ein Storage Housing. Storage Housing ist Quarzglas, Redstone und Iron. Quarzglas habe ich, glaube ich, oben. Ne? Quarzglas. Vier Stück. Ein bisschen Redstone. Ein bisschen Eisen. Und danach so ein, also entweder kann man die Housing machen, das ist das Rezept. Oder ihr könnt halt direkt alles zusammenkraften mit der Storage Component. Dafür braucht ihr ein bisschen Redstone und einen Logic Prozessor und Service Quartz. Da solltet ihr aufpassen, dass ihr nicht die Pure nimmt. Ja? Das ist immer dieses kleine witzige Problem hier. Dass der dann euch versucht, in Rezepten die Sachen zu klauen, die am teuersten sind. Also nicht. Da oben sind die anderen. Oh, ich hatte noch ein paar. Oh. Okay. Und Logic. Ah, wie kommt der denn da unten rein? Hallo? Hallo? Ah, ja, oh, hahaha. Hier muss noch ein Filter rein. Extract. Ja, machen wir später. Also hier unten muss noch ein Filter rein, damit er nicht die Prozessoren rauszieht. Oh, noch was Silikon. Später. So. Und abhängig von dieser Scheibe hier, die gibt es halt in verschiedenen Größen. Ne? Hier unten ist zum Beispiel 1K, dann gibt es 4K, dann könnt ihr halt entsprechend viele Daten drauf speichern. Allerdings. Immer nur 63 verschiedene Typen. Steht auch hier. 1024 Bytes used, 63 Typen. Das sind jetzt nicht 1024 Gegenstände, sondern das wird irgendwie ganz komisch gerechnet. Aber ihr könnt maximal 63 verschiedene Typen speichern. Also solltet ihr hingehen und möglichst, ja, also 1K Storage Self. Ihr werdet nachher sehen, ich werde das hier weiter benutzen. Und am besten ist eigentlich so 4. Sobald ihr Autocrafting könnt, 4 oder 16. Die 64 braucht ihr nicht wirklich. Die kann man auch noch filtern. Das geht auch, aber ist alles nicht so einfach. Und deswegen mit den Storage-Trauen. Ist eine gute Sache. So, schmeißen wir die mal hier rein und die da rein. Und die da noch rein. Und wir haben ein Achievement. Claim. Ein Loot Chest. Ein Lifeboat Crystal, den wir nicht brauchen. Und ein Half-Hard. Und damit können wir jetzt Control Center machen. Das ist der ME-Controller in einer späteren Folge. Und dann gibt es Auto-Crafting, Moving Items und Wireless Crafting. Wireless Crafting. Also da sind wir weiter unterwegs. Und wenn wir jetzt hier einen Pretty Circle haben, können wir den jetzt hier reinpacken. In den Filter. Dann zieht er nur noch die Sachen raus. Packen wir die wieder rein. Holen den hier unten raus. Und es wird noch Redstone. Gehen wir nochmal schnell holen. Wir haben hier nur noch. Und, ups. Und dann machen wir mal ein paar Loot Chests auf, nachdem ich mich ein bisschen hier verkleinert habe. Mehr Platz gemacht habe. Nicht? So. Die Storage Cell, die können wir gleich da oben nehmen und in unser Disk Drive packen.
Ein Guard, das war die 64, die wir gefunden haben. Diese MA-Chest. Ups, wollte ich noch zeigen. Da könnte eine Karte, eine Platte rein tun. Ist deswegen ein bisschen billiger. Naja. Dieses ME Drive, wenn ihr euch mal das Rezept anschaut, dafür ist auch nicht so viel teurer. Wenn ich es jetzt finde. Braucht halt hier zweimal Diamantenprozessoren. Ja, super. Aber dafür könnt ihr da 1, 2, 3, 4, 5. Stimmt's? 1, 2, 3, 4, 5, 10 Distas reintucken. Also anstelle von 3 Gold, ne? 2 Diamanten. Unbedingt besser. Okay, Loot Chests. Lass mich kurz noch ein bisschen wegräumen und dann auch noch Loot Chests. Okay, man kann nichts wegräumen. Ich muss mal wieder aufräumen. Applied Energistics. Lifeblood. Ach, tu mal die da rein. Die kann sowieso keiner brauchen. So, Loot Chest, die erste Loot Chest. Steel Ingot, Manillium, Soulforged Steel, okay. Energetic Alloy und Pulsating. Das war semi-epic, das stimmt. Machen wir noch ein paar andere. Ich habe noch ein paar gesammelt. Vier Holz. Okay, der war gut. Naja. Somewhat gut. Also manche von denen sind auch ein bisschen schade. Dungeon Loot. Ja, der ist nicht schlecht. Kommt, Leute. Steel, Dark Steel. Ah, mal gucken, wie die sind. Weiß man nicht genau. Entladen wir uns mal. Und mir ist gerade was eingefallen. Ich bin auch schon übervoll. Ich habe hier gerade den Lifeblood Crystal, ne? Leute. Den kann ich brauchen. Ein weiteres Herz, ja. Die hier nicht. Puh. Habe ich noch Glück gehabt. Ja, also eine Wooden Pickaxe. Weg. Eine Wooden Axe, die kann man mal brauchen. Irgendwo hatte ich hier noch Zeug, die kann man auch brauchen. Der ist bald auch voll, Nametags. Und die kann ich momentan dazu hinpacken. Aufräumen. Noch eine Loot Chest. Forest Hive. Und Meadows, falls ich mal irgendwann Forestry anfangen würde. Ja, vor allen Dingen bestimmt nicht. Zehn Stein. Okay, danke. Oh, nochmal 10 Stein. Sehr großzügig. Und die letzte Loot Chest. Okay, Dragon Head. Ein bisschen Clay und. Na gut. Okay, ja, also wie immer mal wieder durchwachsen, unterschiedlich. Es gibt teilweise bessere, es gibt teilweise schlechtere Packs. Also, Loots meine ich. Aber ist okay. Kann ich den auch packen? Nee, ne? Nee, nicht so wirklich. Naja, egal. Nun gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, die nächsten Folgen während der Ferien ein bisschen unterschiedlich. Wann die kommen werden, weiß ich nicht. Und aber es wird weitergehen mit Applied Energistics. Wir haben auch noch ein bisschen was ja zu finden. Ich habe ein paar nette Sachen gefunden. Sind allerdings, glaube ich, alle
Nicht relevant für die weitere Quests, wir werden sehen. Und während meine Cobblestone. Finde ich cool. Meine Cobblestone Kanone hier hinten. Fleißig dabei ist, die Mobs zu killen. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag und schöne Ferien. Bis demnächst. Ciao.